war ja mal wieder eine Radtour, ne? Mega. Also wenn das so weitergeht, dann müssen wir uns Mountainbikes zulegen. Hallo, Glück auf erstmal. Bonjour. So. Ja, wir sind ja weitergefahren nach Mézé. Mez. Und wer unten rechts auf das Datum geachtet hat, der wird merken, da fehlt ein Tag. Gestern war absoluter Losertag. Nichts gemacht. Nee, weil Wetter sehr, 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 sehr windig und Regen. Und ich hatte keine Lust. Ich war sowas von frustriert. Nein, war sie nicht. Doch, war ich wohl. Nein. Ich hatte schlechte Laune. Ach Quatsch, kennen wir gar nicht so weit. Nee, war einfach nicht schön. Nö. War sehr stark windig und hat auch hinterher noch geregnet, dann nachts noch geregnet, gewindet. Ja, war einfach so. Wir haben Käffchen gegessen und getrunken und eine Waffel gegessen. Nee, waren es, glaube ich, 2 oder 3, ich bin mir nicht mehr sicher. So, und jetzt sind wir aber hier an der Abbey. Abbey Sainte-Marie de Valmanie. Wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Ja, auf jeden Fall war das schon ein deutlich längerer Satz auf Französisch, als ich hier sehen, was könnte. Aber gut. So, und jetzt haben die hier so einen Garten. Das ist ein ehemaliges Kloster, die aber jetzt auch viel Winzerei betreiben. Wir sind ja gerade durch die ganzen Winzerberge da oder Weinberge gefahren. Diese, was war das? Trampelpfade, nee, das sind diese Zuwege für die Bauern, Zuwege. Wirtschaftswege, genau. Und hier die Abbey hat am Montag geschlossen. Genau. Die macht auch 14 Uhr heute erst auf. Ja. Also wir haben jetzt schon 14 Uhr. Und wer diese Campingcar-Parkkarte hat, der kommt hier noch vergünstigt rein. So soll es sein. Mal schauen, was wir. Normal kostet es 9 Euro Eintritt. Mal gucken, was wir dann zahlen. So, und ihr seid dabei, in der Hoffnung, dass ich da drin filmen darf. Ansonsten erklären wir euch hinterher. Ja. So, jetzt erstmal durch den Garten und dann geht's weiter. Noch eine Weinverköstigung, hast du gesagt? Ja, die ist inklusive. Inkludiert? Ja. Wir haben jetzt die Pass-Etapp-Karte vorgezeigt und kostet jetzt pro Person 8 Euro. Ja. Für Kinder weiß ich nicht, aber Erwachsene. Super freundlich. Ja. Wir haben hier ein Infoblatt auf Deutsch gekriegt. Müssen wir allerdings gleich zurückgeben noch wieder. Die haben nur eins. Die haben nur eins in Deutsch. Also ich finde, kann man machen. Für so, und jetzt habe ich gerade auch schon, da sind ja hier Mönche mal früher gewesen. Ja. Jetzt habe ich auch gerade schon gesehen, dass die hier noch eine Bier gebraut haben. War ja auch irgendwie klar. Und dann nehmen wir uns gleich auch noch mal so ein Literfläschchen mit oder 0,75, glaube ich, ist die. Ja. The Blond. Blond. Ja, lass uns mal weitergehen. Ja, jetzt gehen wir in die Kirche. Von Oktober bis April haben die von 10 bis 18 Uhr auf, ne? 14 bis 18 Uhr. 14 bis 18 Uhr auf. Ja. Von Oktober bis April und danach? Glaube ich von 10 bis 19 Uhr. Ja, auf jeden Fall dann länger. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall länger. Also wenn ihr um die Zeit hier seid bis April, dann
Aber ich glaube, das habe ich gerade abgefilmt. Das steht aber auch, wenn man auf Google Maps guckt und da antippt, okay, dass das erst ab 14 Uhr aufmacht. Internet-Media-Expertin. Habt ihr die Fahrradtour gesehen? Mega. Workout song. Jeden Morgen wurde ein Kapitel aus der Regel von Citeaux gelesen. Man verlas die sogenannte Totenliste, Name der verstorbenen anderer Zisterzienserklöster. Also es ist ein ehemaliges Zisterzienserkloster. Zisterzienser. Ja. Mein Gott. Und die Mönche mussten sich vor allen Anwesenden ihrer Verfehlungen bezichtigen. Hört sich ein bisschen nach Ärger an, oder stille Treppe? Das Parlatorium, das schlichte Sprechzimmer mit dem großen Tonnengewölbe, war außerhalb des Kapitelsaals der einzige Ort, an dem die weißgewandten Zisterziensermönche sprechen durften. Aber nur an Festtagen. Weiß waren die, okay. Mhm. So, wir machen jetzt noch eine kleine Weinprobe. Ja, klein. Und das ist Bier. Bier. Yes. En bouteille, Bier, blanc. Oui. Vous voulez 33 centilitres ou 75? Non. 75? Oui. D'accord. 60. Yes. 15. Bière blonde, hein? 75. Oui. Vous voulez autre chose ou c'est bon? C'est bon? C'est bon. Donc, le papier, juste à donner à ma collègue, Laurence. Oui. Et elle va tout préparer. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Die Abbey. Kloster. Das Kloster. Ist schon schön. Ja, ja. Also ich konnte mir richtig vorstellen, wie die Mönche da in diesen Gang gelaufen sind, zum Rosenkranz gebeten haben. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so kirchlich. Aber sind die alle tot da oder was?
Nein. Okay. Und, nee, war, also ich fand es beeindruckend. Ja, ich fand es sehr interessant. Ich fand es auch schön. Ja, ja. So von den Farben her und der Garten. Und ja, klar, der ist jetzt ein bisschen abgeranzt, aber ist ja auch Winter. Ja. Aber man kann sich jetzt schon alles gut vorstellen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Auch die Weinfässer, die riesen, mega Tonnen Weinfässer. Ja, ja. 1996, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist der letzte Wein daraus abgefüllt worden, genau. Genau. Und da waren die Flaschen, die ihr vielleicht gesehen habt, war ein bisschen dunkel vielleicht. Aber da waren auf jeden Fall irgendwie noch 50 Flaschen. Mehr, egal. War doch nicht mehr. Ja, naja, auf jeden Fall. Ein paar Meter. Nee, war schon alles sehr interessant. Ja, jetzt haben wir noch die Weinprobe, die ist ja inkludiert. Und haben ein bisschen zugeschlagen. Und wir haben auch noch ein Fläschchen Bier mitgenommen, ja, was hier auch gebraut wird. Oder wurde? Wird? Wird. Wird. Wird, ja. Kann man machen. Kann man machen. Ja. Und jetzt freue ich mich schon ein bisschen wieder auf den Rückweg, wenn der genauso. Mal gucken. Erst an der Straße lang und dann schlagen wir uns ins Feld. Ja, anders glaube ich, kommst du ja auch nicht. Nee, hin. Nee. Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich am Wohnmobil oder am nächsten Stellplatz. Weil wir wollen gleich noch wieder los. Ne? Ja, ja. Wir haben schon alles zusammengepackt und jetzt. An unserem ganz speziellen Lieblingsort. Ja. Erfahrt das später. Die uns kennen, wissen es vielleicht. Vielleicht.